Die Schießstandrichtlinie zwingt den Aufsteller von Stahlzielen um die Stahlziele herum eine Splitterschutzeinrichtung aufzustellen, die verhindert, dass durch das Zerplatzen der Geschosse auf dem Ziel, wo ein Splitterkranz entsteht von den Geschossteilen des sich zerlegenden Geschosses, andere Personen oder Sachen beschädigt werden. Grundsätzlich ist das nur auf offenen Schießständen vorgeschrieben, weil es da denkbar ist, dass die Splitter den Stand nach oben verlassen und dann woanders niederkommen. Bei geschlossenen Schießständen wird euch der Standbetreiber zu solchen Splitterschutzmaßnahmen zwingen, weil ansonsten sein Stand kaputtgeschossen wird, durch die Splitter zerschnitten und zerstört. Wir haben also, um dieses Konzept umzusetzen, hier Stahlblechkästen aus 2 mm dickem Stahlblech herstellen lassen. Warum 2 mm? Es ist kleiner als die Hälfte des kleinsten verwendeten Kalibers. Bei 5,6 mm ist man also mit einem 2 mm Stahlblechkasten, der mit der Front nach vorne zum Schützen steht, auf der sicheren Seite, weil selbst wenn ein Geschoss vorne auftreffen würde, dann würde es halbiert, zerlegt und schadlos vernichtet und es würde nicht zum Schützen zurückprallen. Also Stärke 2 mm, damit es auch bei Kleinkaliber nach der Schießstandrichtlinie erlaubt ist. Weiter hatten wir in diesen Stahlblechumrahmungen hier diese beiden Löcher. Die sind dazu da, den Trägerstab aufzunehmen, an dem dieser Stahlkasten hinterher schwebt. Das ist dann also praktisch dieser Effekt. Und die Trägerstange, das ist hier dieses Vierkantteil, was mit der Kante nach vorne zum Schützen ausgerichtet wird, damit eben auch hier wiederum ein Geschoss an der scharfen Kante geteilt würde und nicht zurückprallen kann. Der zweite Teil des Splitterschutzkastens ist dann ein Deckel bzw. ein Boden, auch wieder aus demselben 2 mm Stahlblech. Und der hat hier die Aussparung, damit er über den Mastpanzer drüber gestülpt werden kann. Und das, wenn wir im Deckel und im Boden diese Aussparung haben, macht es dann möglich, dass sowohl oben als auch unten hier dieser Mastpanzer in der Aussparung stecken kann. Wir können also den Mast über und unter dem Deckel und Boden durch Panzerung absichern, davor, dass er zerschossen wird. Wir hatten bei der Panzerung des Mastes ja gesehen, dass die Geschosse sich spätestens hier zerlegen, aber den Mast selber nicht mehr beschädigen. Die Montage dieser beiden Teile, also hier des Deckels, Bodens und des Seitenteils, erfolgt ganz einfach, indem hier diese vorgebohrten, passgenauen Löcher vorgesehen sind, in die dann einfach ein kleines Schräublein eingedreht wird. Wir verwenden hierfür Flachkopfschrauben in der Innenseite, also innerhalb des Ziels, und außen werden die mit Muttern einfach festgedreht. Das hält wunderbar und es genügt also hier eine 12 mm Schraube zu haben. Die sind also 2 x 2 mm für das Blech, sind 4 und 8 mm genügen dann, um die Mutter darauf festzudrehen, ohne dass etwas rausschaut. Wenn ihr die Muttern mit der hohen Bauform wählt, braucht ihr also 12er Schrauben. Ansonsten reichen sogar 10 mm lange Schrauben. Ich habe innen hier einen Imbus genommen. Das kann man sich überlegen, ob man glaubt, dass der Imbus verbleibt. Aber wenn ihr das gelegentlich überprüft, da kommt ihr trotzdem noch ran. Und je nachdem, was für Muttern ihr verwendet,
kriegt es auch immer wieder auseinander. Also der Splitterschutzkasten ist eine Einrichtung, die außen um die Stahlziele herum gebaut wird, um zu vermeiden, dass die wegspritzenden Splitter den Stand bzw. die Menschen, die den Stand benutzen, treffen. Um das Konzept der Splitteraufnahme zu erklären, da will ich euch zeigen, was wir benutzen. Ich habe hier im Triple Pole das schon mal zur Praxisanwendung aufgebaut. Ansonsten habe ich hier die Einzelteile, die wir benutzen. Das weiße Hölzchen mit den schwarzen Gummimattenscheiben, die hier aufgeschraubt sind, das ist hier der Deckel. Ich habe hier einen Deckel verwendet mit Holzklötzchen. Man kann jede beliebige Bremse für die Hölzer von der Seite, damit die nicht hineinstürzen in die Mitte, benutzen. Die Holzklötzchen muss man anschrauben, die Gummimattenteile auch. Es ist Geschmackssache, was auch immer man will. Man kann sogar die Schrauben, wenn man kleine Schräubchen nimmt, nackend stehen lassen. Man braucht also nicht einmal unbedingt die Holzklötzchen oder hier die Gummiteile. Man muss nur beachten, dass man den Abstand hier am Rand größer wählt als die Dicke der Holzbrettchen, die dann am Schluss hinein sollen, weil man sonst eben hier über die Diagonale im Winkel nicht einschlüpfen kann. Das zweite Teil ist dann hier das rot gestrichene Seitenholz. Da kann man 1,5, 2 cm Hölzer benutzen. Bei den 56 breiten Splitterschutzkästen kann auch bei der 46 breiten Platte ruhig ein 2 cm Holz verwendet werden. Das hält dann wahrscheinlich das ganze Match. Und es ist trotzdem an der Seite immer noch ein kleiner Spalt, der also sowohl ein genaues Zielen als auch eine korrekte Trefferbewertung dann möglich macht. Das dritte und letzte Teil ist also hier die Gummimatte, die wir unten reinlegen. Die Gummimatte wird also hier diesen Bereich von hier bis da abdecken, damit alles, was nach unten spritzt, nicht mehr reflektiert wird, sondern am Schluss die Gummimatte zerstört, ebenso wie die Seitenhölzer, die dann nach dem Match einfach verfeuert oder in den Müll kommen. Um euch zu zeigen, wie man das einbaut, dass die Grundidee war, es muss ein Mensch alleine in 30 Sekunden die Hölzer auswechseln können, wenn es im Match mal eine Situation gibt, dass man komplett was wechseln muss. Und das habe ich euch hier dargestellt. Man nimmt also die beiden Seitenhölzer und stellt die schräg in den Kasten und legt das Deckelholz oben drauf. Die Schwerkraft führt dazu, dass die aufeinander liegen. Und dann muss man nichts anderes tun, als die Seitenhölzer gerade an die Seite zu drücken. Und schon ist der Splitterschutzkasten angebracht. Das kann also einer alleine während des Matches machen. Und beim Aufbau geht das ganz flott. Ihr werdet dann feststellen, dass das oben, weil es ja nicht auf Knack da sitzt, ein bisschen wackelt. Man kann das wackeln lassen und akzeptieren. Hier hinten verhindert ja die Querstange, dass das nach hinten rausfällt. Man kann aber auch, ich benutze hier entweder Holzkeile oder wie ihr hier seht, diese kleinen Plastikmöbelkeile, die ich einfach oben dann unter das Holzbrettchen reinschiebe. Dann klemmt sich das fest zwischen Deckel und Keil. Und es ist auch sogar das Wackeln nicht mehr da. Letztlich ist es aber egal, ob es wackelt, weil, wie gesagt, die Schwerkraft dazu führt, dass das obere Brett auf den unteren liegt. Also hier der Abstand muss nicht sein. Und die Klötzchen verhindern, dass die Seitenbretter nach der Seite hineinstürzen. Und unten liegt dann hier auf den Seiten passend die Gummimatte und verhindert, dass die Hölzer unten zusammenrutschen.
Ihr braucht von der Tiefe her ungefähr 20 bis 25 cm Seitenschutz, weil die Treffer der Splitterteile hier am Rand, man sieht das dann auch später ganz deutlich in den Kästen, radial von den Platten wegspritzen auf einer Breite von vielleicht 10, 15 cm, sodass wenn man hier 20, 25 cm höchstens abdeckt, beginnend hier hinten an der Stange, dann reicht das völlig, um die komplett nach außen spritzenden Geschossteile aufzufangen und davon abzuhalten, auf den Schützen zurückzufliegen.